Hallo, willkommen zur neuen Webschorle-Folge. Heute bei mir ist der Markus Kellermann. Hallo Markus. Hallo. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Wir haben uns hier gerade auf der DMXCO getroffen. Und ich dachte mir, nutze ich die Chance und stelle dem Markus ein paar Fragen zum Affiliate-Marketing. Sehr gern. Ich würde gerne von dir ein paar Details wissen, was du sagst, welche Bereiche sind hot, wenn ich jetzt anfangen möchte, ein neues Projekt mache, verschiedene Bereiche anschaue, rein aus der Affiliate-Sicht, was sagst du, in die Bereiche sollte man reingehen? Ja gut, das kann man jetzt natürlich nicht pauschal sagen. Wichtig ist, dass du die Nische findest. In der Nische, wo du dich gut platzieren kannst. Das hängt jetzt nicht von dem Partnerprogramm ab, sondern wichtig ist eher ein Projekt aufzubauen mit Traffic beziehungsweise Leuten, die genau nach dem suchen, was du anbietest. Und dann findest du auch das richtige Partnerprogramm, weil es gibt ja mittlerweile Partnerprogramme wirklich für jeden Bereich. Deswegen ist es eigentlich nicht die richtige Strategie zu schauen, welche Partnerprogramme gibt es und ich baue mir dafür einen Bereich auf, sondern einen Bereich aufzubauen und dann dafür passende Partnerprogramme zu finden. Und ja, wenn man die Nische sucht, dann sollte man schauen, dass man einen Bereich findet, der möglichst viele Besucher hat, der allerdings möglichst wenig Konkurrenz hat in dem Bereich. Das heißt, du musst genau die Nische finden, wo sich noch kein anderer darauf spezialisiert hat. Und wenn dann auch noch viele Leute danach suchen und es sich auch noch um ein Produkt handelt, was sehr kaufstark ist oder was auch teuer ist, dann hast du gute Möglichkeiten, damit auch Geld zu verdienen. Und wenn es natürlich darum geht, die richtige Nische zu finden, wo noch kein anderer platziert ist, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt ein interessantes Tool von Xovi, mit dem kann man nach Keywords suchen, bei denen es viele Suchanfragen gibt, aber wenig Suchergebnisse. Das ist schon mal so ein erstes Indiz. Da gibt es ein Keyword, da suchen viele danach, aber es gibt noch wenige SEOs zum Beispiel, die sich dort platziert haben. Und dann kannst du dir einfach mal so die Top 10 anschauen, kannst mal schauen, wer ist dort platziert. Und ja, wenn man Glück hat, dann sind vielleicht auf den ersten 5, 6 Plätzen irgendwelche großen Portale, die vielleicht zufällig dort einfach nur stehen. Und dann hast du gute Möglichkeiten, wenn diese Situation gegeben ist, dass du dich wirklich mit einem gezielten Projekt dort sehr gut platzierst. Also dass du irgendwie ein Wiki aufbaust, einen großen FAQ-Bereich machst, dann gezieltes Link-Building genau für dieses Keyword aufbaust. Und ja, wie gesagt, wenn es keine Konkurrenz gibt, dann kannst du sehr schnell da ganz nach oben kommen. Und dann hast du genau ein Projekt mit viel Traffic, mit zielgerichteten Kunden. Und dann kannst du hergehen und kannst dir die passenden Partnerprogramme dazu raussuchen. Und die Integration, was muss ich da am besten machen? Weil einfach nur ein Banner auf die Seite draufsetzen, ist es ja dann auch nicht. Genau, das führt in der Regel dazu, dass die Conversion eigentlich relativ schlecht ist. Sondern es muss wirklich sehr zielgerichtet sein. Es bringt überhaupt nichts, irgendwie ein Banner einzubauen oder sowas. Es gibt die Bannerblindheit mittlerweile in Deutschland, dass Banner auch gar nicht mehr so die beliebtesten Werbemittel oder die erfolgreichsten Werbemittel im Affiliate-Marketing sind. Sondern du solltest es eigentlich ausschauen lassen wie eine Empfehlung, wie eine persönliche Empfehlung von dir. Das kann einfach mit einem Textlink sein oder auch einem kontextuellen einem Werbemittel, dass du einfach wirklich guten Content produzierst und diesen dann anreicherst mit Bücherempfehlungen zum Beispiel, mit speziellen Produktempfehlungen und somit auch deinen Besuchern das Gefühl vermittelst, das sind gute Produkte, gute Artikel, die ich persönlich empfehlen kann. Und dann ist die Chance auch größer, dass du das Vertrauen hast von deinen Besuchern, dann und die Kunden dann auch zum Kauf führen. Also kein Werbebanner, was auf die Startseite oder auf eine Kategorie zeigt, sondern ein konkretes Produkt aussuchen, dazu genau. Vielleicht was schreiben genau. Und einen Deep Link auf das Produkt setzen. Genau, also da ist eigentlich die Conversion dann in der Regel auch wesentlich höher wie bei einem klassischen Banner. Wie sieht es da mit den Produktbildern aus? Gibt es da Probleme bei manchen Merchants? Kann man die überall frei verwenden? Muss man nochmal nachfragen? Wie ist ja. Damit? Also in der Regel haben ja die meisten Merchants Produktdaten. In Produktdaten stehen ja in der Regel auch Bild-URLs, die man dann verwenden kann. Wenn du jetzt die Produktdaten nicht verwenden möchtest, sondern wirklich einzelne Produkte verwenden möchtest, dann empfehle ich eigentlich immer wirklich den Austausch mit dem Advertiser zu suchen, mit dem Affiliate Manager und einfach ihn gezielt zu fragen, du, ich habe da ein großes Portal, können wir zusammenarbeiten, kannst du mir spezielle Produkte empfehlen, die auch gut funktionieren. Also wenn du dann auch wirklich die Empfehlung hast vom Advertiser, von Produkten, die sehr gut gehen, dann ist es natürlich auch ein gutes Ding, weil das Artikel sind, die sich schon gut verkaufen. Wenn du die dann auch noch gezielt auf deiner Seite einbindest, dann ist die Conversion ja nochmal etwas höher. Jetzt habe ich ja vielleicht kein großes Portal, weil ich ja gerade erst angefangen habe, mir eine Nische ausgesucht, recht kleines Portal. Bekomme ich dann auch das Feedback von dem Affiliate Manager? Oder filtert der da auch nach Größe der potenziellen Affiliates aus? Wenn es ein guter Affiliate Manager ist, dann sollte er eigentlich auf jede
auf jede Frage antworten, weil er jetzt in dem Moment ja auch gar nicht das Potenzial ist, so genau einschätzen kann. Das heißt, es kann auch eine kleine Seite sein, die richtig viel Traffic generiert, bevor in der Welt, wenn man die richtige Nische findet. Und dann wäre es natürlich ja, schlecht für den Affiliate-Manager, wenn er nicht antworten würde und sich dadurch seinen Umsatz ja, entgehen lassen würde. Deswegen kann natürlich auch ein kleiner Affiliate den Affiliate-Manager anschreiben, und wenn er kein Feedback bekommt von einem Affiliate-Manager, dann macht die Kooperation eh keinen Sinn. Und dann sollte er sich lieber ein anderes Programm suchen, wo die Kooperation gut ist, wo der Austausch zwischen dem Affiliate-Manager und dem Affiliate auch wirklich gut ist. Mhm. Jetzt gibt es ja auch mittlerweile einige Merchants, die nicht mehr über die etablierten Netzwerke gehen, sondern selbst eigene Programme gelauncht haben. Ja. Wenn ich jetzt als Affiliate aber erst bei Affiliate Zanox bei denen registriert bin, dann fällt es meistens ja schwer, in das eigene Programm rüberzugehen. Heißt das, ich sollte, bevor ich überhaupt anfange, mit dem Merchant Kontakt aufnehmen und fragen, wie sieht es denn aus, habt ihr nicht noch ein eigenes Programm, wo es eventuell höhere Provisionen gibt? Ja. Wäre das der richtige Weg, da heranzugehen? Klar, also der Austausch mit dem Affiliate-Manager ist immer die beste Möglichkeit, weil der kann dir dann konkrete Empfehlungen abgeben, kann sagen, du geh zum Netzwerk, beziehungsweise wir haben auch ein eigenes Netzwerk, da kannst du vielleicht mehr Provision bekommen. Also der Austausch ist immer wichtig mit dem Affiliate-Manager, das ist eigentlich das A und O im Affiliate-Marketing. Es gibt immer wieder Vorurteile über Betrug im Affiliate-Marketing, über schlechten Support, der eigentlich nichts anderes ist wie ein Kommunikationsproblem in unserer Branche. Wenn der Austausch zwischen dem Affiliate und den Affiliate-Managern, der meines Erachtens immer noch viel zu selten stattfindet, wenn der noch interaktiver stattfindet, dann lassen sich eigentlich viele Probleme von vornherein eigentlich vermeiden. Ich würde vielleicht gerne noch ein paar so große Money-Themen irgendwie durchgehen und dich nach deinem Feedback dazu fragen. Mhm. Also DSL als erstes, wie gesagt. DSL, erzähl mal was über den DSL-Markt, was geht da, und kann man da noch was reißen als neuer Affiliate, oder sagst du, nee, lass besser die Finger davon, da schafft ihr nichts? Ja, DSL, das ganze Mobile-Thema, ist natürlich eines der größten Bereiche im Affiliate-Marketing. Was auch an der Bekanntheit der großen Brands, die dort vertreten sind, liegt, wie Vodafone, O2, T-Online, die einfach eine riesige Bekanntheit haben. Und das kann man sich natürlich als Affiliate auch nutzen, diese Bekanntheit, weil die Kunden natürlich eher draufklicken, wenn sie die Marke schon haben. Als neuer Affiliate ist es natürlich extrem schwierig, hier sich zu platzieren, weil es natürlich schon die großen Vergleichsseiten gibt, die sich hier präsentiert haben. Aber auch hier kommen wir wieder zu dem Ursprungsthema zurück, die Nische finden. Wenn du die richtige Nische findest, wie zum Beispiel DSL-Angebote in München zum Beispiel, wenn du die richtige Nische findest, das richtige Keyword, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, in diesem Bereich dich zu etablieren. Und würdest du dann eher empfehlen, auch eine Vergleichsseite dafür zu machen oder eher ein Online-Magazin oder wirklich Inhalte darüber ausführlich zu berichten, zu testen? Mhm. Was wäre da so die Herangehensweise? Beides. Also eine Vergleichsseite ist gut, aber das Ganze natürlich auch anreichern mit Testberichten. Also wenn du einen Vergleich hast, wenn du verschiedene Anbieter in dem Bereich vergleichst und das Ganze dann auch noch mit Content anreicherst, das heißt, du machst einen Testbericht, du machst vielleicht auch eigene Tests, dann das führt schon wieder dazu, dass wenn du eigene Tests machst, neue Tests, die vielleicht noch gar nicht in dieser Art gibt, dass du dann schon wieder Links generieren kannst darüber, wenn es ein interessanter Test ist. Und somit kannst du schon wieder ein Linkbait vielleicht sogar auslösen aus dem Ganzen und einen Buzz generieren für deine Seite. Und deswegen kannst du zu deiner Links, also zu deiner Vergleichsseite natürlich auch Testberichte, FAQ-Bereich zum Beispiel oder irgendwelche Tipps, zum Beispiel iPhone 4, welche guten Apps gibt es, in der Top 10 Liste zum Beispiel. Das kann man natürlich alles anreichen und zu einem Portal zusammenführen. Mhm. Nehmen wir das nächste Thema mal, Energie, also Strom und Gas. Wie sieht es da in dem Bereich aus? Strom und Gas ist auch ein super Trendthema im Moment. Also wir betreuen selber mit Eprimo, Stromi und Gas.de drei Affiliate-Programme in dem Bereich. Und ist ein super spannendes Thema. Also vor allem, weil es ja auch immer leichter wird für den Verbraucher, den Stromanbieter zu wechseln oder den Gasanbieter zu wechseln. Und es mittlerweile auch sehr interessante Modelle gibt für Endkunden, den Strom zu wechseln. Also es gibt ein Bonussystem, wenn man irgendwie den Stromanbieter wechselt. Es gibt ein Startguthaben zum Beispiel. Es gibt mittlerweile vorgefertigte Formulare von den Anbietern, mit denen man sehr einfach wechseln kann. Und deswegen ist das natürlich ein Thema, wo auch der Trend hingeht, dass man über Bonussysteme, über Startguthaben zum Beispiel, dann auch den Neukunden noch einfacher zum Abschluss bringt. Und was wären da so? Vergleich ist in dem Bereich, glaube ich, etwas schwieriger. Ja, es gibt natürlich große Platzhirschen für. Genau, es gibt große Vergleiche wie Verifox, wie Top-Tarif natürlich, wie Check24.
Aber auch hier gilt wieder die Nische finden. Also das kann ich eigentlich, kann man eigentlich in jedem Thema suchen. Klar, es gibt die Hauptkeywords immer wie Stromvergleich, DSL-Vergleich oder sowas. Da hat man es natürlich als neuer Affiliate sehr schwierig, sich dort zu platzieren. Aber wie gesagt, wenn man die richtigen Keywords findet und da kann ich, wie gesagt, bestimmte Tools empfehlen, wie Xovi, ist relativ günstig von 99 Euro im Monat, oder auch Sistrix oder sowas, die auch solche Funktionen haben. Wenn man da dann die richtigen Keywords findet und sich dort dann platziert, schaut, gibt es bereits Konkurrenten, es gibt ja schöne Firefox-Plugins, wo man schauen kann, welche Seiten sind doch gelistet, wie ist deren Linkaufbau, wie ist deren Alexa-Rank zum Beispiel. Man schaut, wer sind denn die Konkurrenten, sind die bereits stark oder kann ich mich da gut etablieren? Und wenn ich da schöne Seiten baue, weil bei Keywords mit wenig Konkurrenz, dann kann ich eigentlich in allen Bereichen mich gut platzieren, auch als neuer Affiliate sehr erfolgreich sein. Jetzt gibt es bei Strom und Gas ja keine Produktfotos in dem Sinne. Was mache ich da für eine Integration am besten? Wie im DSL-Bereich, man kann einen Vergleich machen, es gibt ja verschiedene Stromanbieter. Man kann ein Suchformular machen, dass man sagt, okay, man macht ein Formular und sucht nach seinem Stromanbieter in München, in Köln zum Beispiel, weil es gibt ja auch viele lokale Stromanbieter, beziehungsweise die Stromanbieter haben ja auch in den verschiedenen Regionen vielleicht besondere Tarife. Man kann schon mal ein Formularfeld vorgeben, wo man den Energieverbrauch schon eintragen kann und kann sich das Ganze dann berechnen lassen. Das sind in diesem Bereich Werbemittel, die eigentlich sehr gut funktionieren. Mhm. Was haben wir und natürlich auch Rabattcodes, die es hier gibt oder Startguthaben. Also das ganze Gutscheinthema genau. Ist da auch groß. Ja. Gutscheinthema ist eigentlich auch ein schöner, spannender Bereich. Ich habe so das Gefühl, es schießen immer mehr Gutscheinportale aus dem Boden und man denkt, kann ja gar nicht noch mehr geben, es kommt trotzdem immer noch mehr. Anscheinend liegt da so viel Potenzial in dem Bereich. Wie siehst du das? Ja, ich meine, die Entwicklung mit Gutscheinen und Couponing kommt natürlich aus Amerika, wo die schon wesentlich weiter sind. Also wir sind hier eigentlich in Deutschland noch gar nicht so weit. Die Mentalität ist eigentlich noch nicht so gegeben, wenn man denkt, in Amerika kann man sich dann einfach mal online einen Gutschein ausdrucken, kann damit zum nächsten Starbucks gehen oder McDonalds und kann dann sagen, hier mein Online-Gutschein, ich möchte meinen Burger um 5 Euro billiger haben zum Beispiel. Diese Möglichkeit gibt es oftmals in Deutschland noch gar nicht, weil die Warenwirtschaftssysteme, die Systeme der großen Händler noch gar nicht darauf abgestimmt sind. Aber das ist sicherlich ein Trend, genauso wie das ganze Thema Mobile-Gutschein, dass man sagt, man ist unterwegs in irgendeiner Stadt und es werden einem Kaufhäuser angezeigt oder Läden, die jetzt gerade in meiner Nähe sind, wenn wir von lokalen Gutscheinen sprechen, und ich bekomme dort einen Rabatt, wenn ich dort einkaufe und kann damit natürlich auch im Offline-Bereich mit Online-Gutscheinen Sales generieren zum Beispiel, also Neukunden vermitteln. Und das ist ein Trend, auf deine Frage zurückzukommen, dass es immer mehr Gutschein-Publisher gibt, das ist richtig. Wobei man sagen muss, dass die Seite schon sehr gut, sehr professionell aufgebaut sein sollte, wenn man hier startet. Und auch hier ist es wichtig, dass man das Gespräch sucht mit dem Advertiser, mit den Affiliate-Managern und hier eventuell auch mit exklusiven Gutscheincodes arbeitet. Weil natürlich auch immer es immer die Vorurteile von vielen Advertisern gibt, dass ja von den Gutschein-Publishern irgendwelche Offline-Gutscheine verwendet werden, die man aus dem Katalog hat oder irgendwie aus den Offline-Flyern. Und das häufig nicht so gern gesehen wird, weil man möchte ja als Advertiser hauptsächlich Neukunden generieren. Und deswegen werden hier häufig exklusive Gutscheincodes angeboten und die bekommt man eben hauptsächlich auch nur, wenn man in dem direkten Kontakt mit dem Affiliate-Manager steht und dem einfach mal sein Geschäftsmodell mitteilt. Mhm. Was haben wir noch für große Bereiche? Finanzen, Kredite, Tagesgeld, Girokonto, der ganze Bereich. Genau. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Für Erfahrungen. Was kann ich da als Newbie machen? Oder? Es sind eigentlich alle Vergleichsseiten ähnlich. Also man muss da gar nicht so viel vom Thema unterscheiden. Aber seht ihr auch schon, dass es da immer wieder neue unter den Top-Affiliates auch gibt? Es gibt also immer wieder neue. Es gibt immer wieder neue, die alle also gerade die Erfolgreichen, alle ein unterschiedliches Geschäftsmodell haben. Also wenn man sich so die erfolgreichen Publisher anschaut, gerade die so in den letzten Monaten hinzugekommen sind, da gibt es einen Stromvergleichs-Publisher, der auf seiner Seite gleich mal ein Formular zum Wechseln mit anbietet. Also es gibt immer wieder kreative Ideen. Wie gesagt, es gibt einen Publisher, der hat eine Top-10-Liste von iPhone-Apps. Also es gibt immer wieder Publisher, die haben da gute Ideen, wie man sich selber vermarkten kann, wie man seine eigene Seite bekannt macht, wie man Linkbait erzeugt, wie man mit kreativen Ideen Aufmerksamkeit erzeugt. Und diese Affiliates sind eben in ihrer Art, in ihrem Segment, in ihrer Nische hier sehr erfolgreich.
Das heißt, es gibt in keinem der genannten Bereiche, auch in dieser Top-Money-Bereiche, mhm. Top-Affiliates, die unerreichbar sind? Gibt es nicht. Also wie gesagt, schwierig wird es bei den Top-Money-Keywords, weil es hier sehr schwierig wird, bei Kreditvergleichen oder sowas reinzukommen. Aber was die Umsätze angeht, die man ja auch über einen Longtail oder so kriegen kann, ist es schon machbar, auch in diesen Bereichen da irgendwo aufzuschließen. Klar, wenn man mit seiner Seite ein Buzz erzeugt, wenn man möglichst viele Besucher hat, und dann kann man auch viele Sales generieren. Die Frage ist natürlich immer, was hat man selber für Erwartungen? Möchte man wirklich mit seiner Seite so viel Geld verdienen, damit man dann komplett ausgesorgt hat damit, das heißt, dass ich mich komplett selbstständig machen kann als Affiliate, oder möchte ich es nur nebenzu betreiben? Das sind natürlich Ziele, die man sich vorher setzen sollte. Wenn man sagt, meine Strategie ist es, sich wirklich selbstständig mit dem Thema zu machen, ich möchte als Vollzeit-Affiliate arbeiten, dann muss man natürlich ein bisschen anders vorgehen. Und dann sollte man ein großes Netzwerk aufbauen mit vielen Domains. Man sollte seine Domains zum Brand ausbauen. Man sollte Bekanntheit schaffen für seine Brands. Aber soll ich diversifizieren und in viele verschiedene Bereiche reingehen? Mhm. Oder lieber in ein, zwei, dafür aber richtig und auch wirklich diesen Brand aufbauen? Weil das ist natürlich auch ein großer Aufwand. Also meine Empfehlung wäre wirklich, sich seinen Bereich auszusuchen. Denn ich kann selber nur erfolgreich sein, wenn ich in dem, was ich mache, was ich aufbaue, selber Erfahrung habe. Ich kann nicht Erfahrung haben in 10 verschiedenen Disziplinen. Wenn ich jetzt irgendwie ein Mountainbike-Fahrer bin, dann baue ich mir halt mein Netzwerk im Thema Fahrradfahren, Mountainbiking auf. Und da habe ich dann eben auch die Expertise, die Erfahrung, die ich in meinen Projekten weitergeben kann. Und auch nur dann bin ich glaubhaft und kann mir einen Expertenstatus aufbauen. Mhm. Neues Hype-Thema Social Local Mobile. Mhm. Vielleicht gehen wir die Themen alle mal durch. Fangen wir mit Social an. Was für Berührungspunkte hat Affiliate zu Social? Ja, Social ist ein interessantes Thema. Es gibt da, glaube ich, aktuell in Deutschland 16 Millionen aktive Facebook-User. Und es gibt so Statistiken, die sagen, dass 50% der Facebook-User Wert auf Empfehlungen legen. Und wiederum 45% der User geben von sich aus gerne Empfehlungen ab. Das ist natürlich eine interessante Zahl, weil wenn man diesen 45% der Usern, die gerne Empfehlungen abgeben, in irgendeiner Art und Weise eine Provision bezahlen würde für ihre Empfehlung, dann hätten die auch was von ihrer Empfehlung und würden es vielleicht zukünftig noch mehr machen. Das heißt, man hat, ein paar Beispiele gibt es ja in dem Bereich auch schon. Genau, das heißt, man hat ja zum einen ein Potenzial an neuen Affiliates, an Social Media Affiliates. Und es gibt auch einige interessante Apps, die man dazu nutzen kann. Es gibt zum Beispiel Zibaba, das ist so ein eigenes Netzwerk, so eine Facebook-Shopping-Lösung, die natürlich von Zooplus auch verwendet wird. Das heißt, man kann hier seinen Social-Media-Affiliates eine eigene Shopping-Lösung anbieten. Und wenn die irgendwelche Fanseiten haben, im Fall von Zooplus zum Beispiel um Reiten oder Hunde oder sowas, dann können die auf ihrer Fanpage dann eben den Shop einbinden und haben dann auf ihrer Facebook-Fanpage dann eben auch Produkte, die sie an die Fans empfehlen können und darüber dann Provisionen verdienen. Mhm. Also gerade im Beauty-Bereich kenne ich Beispiele, wo kleine Videos gemacht werden mit Schminktipps und die über YouTube und über Facebook vermarktet werden. Das heißt, es ist gar kein SEO oder ähnliches dahinter, sondern es ist halt ein Mädchen, was Schminktipps gibt dahinter und diese Videos, und in den Videos macht sie natürlich Produktempfehlungen, beziehungsweise sagt, was sie gerade verwendet. Ja. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Genau, also man kann ja auch hergehen und kann dann in dem Film, wenn man sowas produziert, auf einen Link hinweisen und kann dann über Redirect dann einen Affiliate-Link dahinter setzen und kann somit dann natürlich auch auf diesem Wege Provision verdienen, weil wenn der Besucher dann, der Fan sich das Video anschaut, sagt, ah ja, eigentlich ein interessanter Tipp, gibt dann diese URL ein, dann wird er über den Zanox oder Affiliate-Link oder alle anderen Netzwerke hier weitergeleitet und es wird natürlich auch dann gemessen und der Affiliate bekommt dann ganz normal die Provision. Mhm. Also man muss auch hier einfach nur kreativ sein und man muss natürlich dann auch die richtige Idee finden, mit der man dann den Buzz erzeugt, dann auch möglichst viele Fans zu erreichen. Und irgendwie so einen Trust aufbauen. Genau. In dem Bereich. Ja. Nächste Thema Local, was haben wir da für Berührungspunkte? Mhm. Wird schwieriger, oder? Ja, Local hängt dann wieder sehr mit dem Thema Couponing zusammen. Also und Mobile auch. Und Mobile, ja klar. Local funktioniert im Moment in dem Bereich gut, wo ich dem User, wenn er sein Smartphone hat, natürlich auch einen bestimmten Vorteil anbiete.
Und das können zum Beispiel Gutscheine sein, wie vorhin erwähnt, dass wenn man irgendwo in der Einkaufspassage ist und man sieht, ach, in dem Laden da 5 Meter weiter bekomme ich jetzt einen 5-Euro-Rabatt für die Jeans, dann kann das natürlich zum Anlass führen, dass ich genau da reingehe, obwohl ich da eigentlich nicht reingegangen wäre. Und das ist natürlich schon auch eine Entwicklung, die immer mehr kommen wird. Gerade wenn die Smartphones immer noch mehr Bekanntheit haben. Ich glaube, 22 Millionen sollen bis nächstes Jahr in Deutschland ein Smartphone haben, bis 2012. Und ja, dann werden die User auch immer mehr affin mit solchen Apps, mit solchen Technologien. Und das ist dann natürlich auch ein Trendthema. Habt ihr denn auch schon Merchants, die solche Gutscheine anbieten, die ich mir auf mein Smartphone laden kann, um dann bei, weiß nicht, Rossmann oder wo auch immer einkaufen zu gehen? Ja, gibt es. Also es gibt bereits Affiliates, Gutscheinaffiliates, die da eben dann spezielle Apps anbieten für die Smartphones. Und diese Affiliates nutzen dann natürlich in den Apps auch die Gutscheine, die wir in unseren Partnerprogrammen zur Verfügung stellen. Also man kann einfach mal auf expedo-affiliate.de, das ist unser Portal, mit dem wir die Affiliates ansprechen und eben alle Advertiser auflisten, die wir in dem Bereich betreuen. Und da gibt es eben auch eine Unterseite mit allen Advertisern, die eben Gutscheine zur Verfügung stellen. Und die kann man dann einfach ganz, ganz normal nutzen in dem Bereich. Sieht man auch, ob die auch lokal nutzbar sind, ob man mit dem Ladengeschäft gehen kann oder ob die mit dem Online-Shop nutzbar sind? Das sieht man jetzt in diesem Bereich nicht. Aber auch es gibt, glaube ich, auch kein öffentliches Verzeichnis, wo man solche Infos finden kann. Aber auch hier hilft dann natürlich wieder der Kontakt zum Affiliate-Manager. Da hat man natürlich den Vorteil, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, dass man dann von dem Affiliate Manager gleich die Informationen von mehreren Programmen bekommen kann. Wäre vielleicht auch eine Nische, oder? Für ein Gutscheinportal, was lokale Gutscheine. Auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, auch schon Entwicklungen in dem Bereich. Haben wir damit das Thema Mobile dann auch schon abgefrühstückt? Ja, eigentlich schon. Also es gibt mittlerweile auch Mobile Affiliate Netzwerke, die sich darauf spezialisiert haben, wie zum Beispiel Kisma Ads oder SponsorMob. Das heißt, es sind eigene Netzwerke, die mit eigenen Mobile Affiliates zusammenarbeiten. Man muss aber sehen, dass sich Mobile Affiliate Marketing nicht für jedes Thema eignet. Also Retail Shopping wird sehr schwierig, weil es momentan noch nicht so ist, dass sehr viele User dann im Smartphone dann Modeartikel zum Beispiel kaufen. Deswegen eignet sich es vor allem für das ganze Thema Dating, Eintrittskarten, Finanzservices, Gaming, Eintrittskarten zum Beispiel. Das sind alle Themen, die man sehr gut auch mit dem Smartphone machen kann. Und dafür eignet sich dann auch Mobile Affiliate Marketing. Markus, vielen Dank für das spontane Interview. Ja, ich sage vielen Dank. Möchte auf hier und gerne auch nochmal auf meinen Podcast hinweisen, den ihr noch nicht kennt. Auf Radio for SEO, das ist ein großer Podcast-Sender mit vielen verschiedenen Sendungen zum Thema SEA, SEO und eben auch einmal im Monat der Sendung Affiliate Music, wo es dann eben nur um Affiliate Marketing geht. Mit Musik untermalt. Teils. Also Anfang war es mit Musik untermalt. Nachdem aber immer mehr Hörer gesagt haben, wir wollen eigentlich nur die Fakten haben, habe ich die Musik dann teilweise mal weggelassen, manchmal kommt sie wieder. Und ja, ansonsten, wen das Thema Affiliate Marketing generell noch interessiert, wir haben am 27. und 28. März in München wieder die Affiliate Tactics, unsere Konferenz in diesem Bereich. Und da kann gerne jeder einfach mal auf die Website affiliate-tactics.de schauen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Erfolg mit deinen Videocasts und ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.